Hallo zusammen, Maya3007 hier und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Oktober 2022. Viel sind es nicht geworden, 4 Stück, diese hier. Ich habe sie auch großteils schon gelesen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, im November wird es viel mehr. Das wird um einiges mehr als die Neuzugänge dann im November. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen dann. Aber jetzt erstmal zu den Büchern aus dem Oktober. Da haben wir zum einen Philipp Singermann, White Adair, der Feuerlöscher. White Adair war einer der berühmtesten Feuerwehrmänner der ganzen Welt. Er und seine Männer sind immer dann ausgerückt, wenn irgendwo auf der Welt ein Erdgasfeld oder eine Erdölquelle außer Kontrolle geraten ist. Er hat zum Beispiel auch das sogenannte Feuerzeug des Teufels, eine über 200 Meter hohe Feuersäule in der Sahara gelöscht. Oder er war bei dem Unglück auf der Bohrinsel Piper Alpha im Einsatz. Ich habe es schon gelesen, es war sehr spannend, die Biografie dieses Mannes zu lesen. Dann, gelesen und euch auch schon rezensiert, Gina Greifenstein, der Trollschoppe. Es war ein Rezensionsexemplar vom Emons Verlag, das mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Der 8. Fall müsste es gewesen sein jetzt für Paula Stern. Ich mach schnell spicken. Hier. Ja genau, der 8. Hat mir viel Spaß gemacht wieder beim Lesen. Wie gesagt, die Rezension ist bereits auf meinem Kanal dazu zu finden. Dann, gekauft aber noch nicht gelesen, ist von Mona Nicolai Amsel Drossel tot und starr. Der 2. Band der Schrebergarten-Krimis, da habe ich euch ja Rosenkohl und Tote Beete. Ich weiß nicht, ob ich euch... Nee, separate Rezension habe ich da, glaube ich, keine gemacht, aber in dem Lesemonat habe ich da ein bisschen mehr dazu erzählt. Das ist jetzt eben der Folgeband dazu. Bin schon sehr gespannt und freue mich auch drauf. Wieder mit, wie haben sie geheißen? Genau, Manne und Caro zu ermitteln. Und last but not least, Sarah Lark, Schutzhof Schwalbennest, ein Zuhause für die Minis. Da habe ich mich sehr lange schon drauf gefreut, aber das Buch kommt leider nicht ganz am Band 1 ran. Ich habe es nämlich jetzt schon gelesen. Ein bisschen verwirrend, ein paar Nebenhandlungen zu viel finde ich in diesem Buch. Aber es war trotzdem wieder eine schöne Geschichte. Das also waren jetzt kurz und knapp meine Oktober-Neuzugänge. In den nächsten Tagen kommen noch ein paar weitere Videos von mir online. Also seid dann mal gespannt. Bis dann, Maya3007.